Fünf krasse Fakten über Haus des Geldes. Die Serie wäre fast gefloppt. Auf den spanischen Sender Antena 3 lief es nämlich nicht gut. Aber Netflix kaufte sie und machte Haus des Geldes zur erfolgreichsten nicht-englischen Serie aller Zeiten. Krass, oder? Das Geld ist nicht echt. Es handelt sich nämlich um Falschgeld. Die Goldbarren bestehen aus Schaumstoff und beim Dreh der dritten Staffel gab es Probleme. Sie schrumpften nämlich durch den Wasserdruck. Das Drehbuch wird parallel zum eigentlichen Dreh der Schauspieler geschrieben. Dadurch gibt es witzige Szenen am Set. Die Polizisten sind die Bösen, in Klammern Kapitalismus hier in Haus des Geldes, und die Bankräuber sind die Guten. Sie stehen nämlich für den Sozialismus. Da sind wir auch am Ende angekommen. Wenn ihr Bock habt, gibt es natürlich auch gerne einen zweiten Teil. Lasst gerne hier ein Follow da und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!